Moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und heute spielen wir mal ein komplett neues Spiel, Lost Planet 3. Mal sehen, was uns erwartet und ich will auch nicht viel schnacken, den Kopf in den Nacken und let's go. Spielen wir die Kampagne, neues Spiel, spielen das erstmal auf einfach, vielleicht spielen wir das später auf schwierig. Los geht's. Ganz ruhig, ich grabe dich aus. Dein Harmonisierer ist hin, aber du hast jetzt meinen. Gibt nicht viel Teeenergie hier, aber. Hat es geklappt? Sind sie in Sicherheit? Denke schon. Der Einsturz hat ihnen Deckung gegeben. Wenn sie dem Plan folgen, sind sie mehrere Meilen tief, wenn der Weg durchbricht. Gut, gut. Dann musst du weg sein. Vergiss es, alter Mann. Du bist meine Familie. Ich lass dich nicht hier. Mist, warum rührt sich das Ding nicht? Hast einen Dickkopf wie deine Oma. Alles meine Schuld. Hätte ich nur auf dich gehört. Nein, du hattest recht. Ich hab das alles verdient. Ist doch völlig egal, vergiss es einfach, bitte. Wenn man so lange Geheimnisse hatte, ist es schwer, sie preiszugeben. Du hast ein Recht, gewisse Dinge zu wissen. Dafür ist später Zeit. Hör auf. Komm schon. Verdammt. Diana. Hör auf. Weißt du, damals auf der Erde hat mein Vater geglaubt, man müsse seine Sünden beichten, um Vergebung für sie zu bekommen. Er hatte nie die Chance dazu, aber vielleicht ist das jetzt meine. Es stand schlecht um die Erde, als ich sie verließ. Ich war 32, als die mich angeheuert haben. Eine lukrative Chance voller Risiken. Als Teil unserer Expedition zu einer unbekannten Welt. 50 Jahre ist das her. 50 Jahre mit den Folgen meiner Entscheidungen leben. 50 Jahre, seit ich uns alle verdammt habe. Verdammt, ist das kalt. Was meinen Sie, wann werden die nach uns suchen? Hängt davon ab, wie weit uns der Sturm abgetrieben hat.
Wie auch immer, der Sender, mit dem man uns eigentlich hätte finden sollen, ist beim Absturz abgebrochen. Ohne ihn wird man uns kaum finden. Wir sollten ihn suchen. Sie bleiben hier, ich suche das Ding. So. Dann wollen wir das Teil suchen. Okay. Doc, ich glaube, wir sind hier nicht allein. Wenn das mal bloß nicht der Transponder war. Es werde Licht. Okay, hier kommen wir wahrscheinlich nicht raus. Doch, kommen wir. Hier noch was mitnehmen, irgendwas Geiles, was man später verkaufen kann oder so. Oder gebrauchen kann. Oh ja, schmeckt schon. Anscheinend haben wir unendlich Munition, das ist natürlich ziemlich gut, finde ich richtig super. Nur rumballern. Muss man das hier aufsammeln? Ich nehme das mal mit hier alles. Okay, da rein können wir nicht. Das Gerät. Da ist er. Natürlich in der letzten. Hier kommt die Kavallerie!
Besten Dank. Du hast was bei mir gut. Oui, oui, le roi, c'est moi. Später, später. Geh zurück zur Kapsel und pass auf. Ja, wow. Kovac, Dr. Kendrick Kovac. Hm. Und nicht Kenny. Hey, Hutchins mein Name. Der freundliche Franzose ist La Roche. Hast du eine Kanone mit großer Reichweite dabei? Ich nicht. Aber irgendwo in dem Schiff habe ich eine 3006er, altes Familienarmstück. Keine Ahnung, wo die ist. Aber ich habe ja meine Pistole. Das dürfte reichen. Sekunde mal. Ich ziehe mich nach drinnen zurück. Viel Glück da oben. Schwein gehabt, dass ihr an einem Stück runtergekommen seid. Der Sturm kam ganz plötzlich. Dr. Roman sagt, euer Eintrittskorridor war frei. Weiß der Henker, was da los war. Allerdings hat sie letztens bei vielem falsch gelegen. Grubeljäger! Oh, was für Prachtexemplare! Oh, bitte töten Sie sie! Also das meinte der Typ bei der Rekrutierung mit nicht aggressiven eingeborenen Wesen. Mann, du musst noch lernen, dass man das, was Nevek erzählt, nicht für bare Münze nehmen sollte. Geh lieber gleich davon aus, dass die dich verarschen. Na, na, na. Du hörst dich ja wie Diaz an. Hey, du kannst sagen, was du willst, aber sie hat die richtigen Fragen gestellt. Klar, wenn du meinst, dass sie immer mit ihren Verschwörungstheorien angefangen hat, wenn man mal was trinken wollte. Warum für eine Firma arbeiten, der man sowas vorwirft? Wer ist denn diese Diaz? Offenbar ein Original. Du bist ihr Ersatz. Sie war Freelancer wie du. Und dann ist sie verschwunden. Mann, diese Kapsel kommt keinen Moment zu früh. Ui, das Brot ist altbacken und die Pornos ebenso. Ich wette, Braddock wird... Ach du Scheiße! Was geschieht da oben? Sind sie tot? Nein, ich hab's irgendwie geschafft, am Leben zu bleiben. Was jetzt? Dein Klimaanzug ist innerhalb der Versorgungsreichweite meines Mechs. Du solltest zusätzliche taktische Anzeigen sehen. Minikarte, Radar, Details zur Zuladung, solange du dich in der Nähe meines Mechs befindest. Tu me comprends? Abgemacht. Nutze dein Radar, um sich nähernde Feinde auszumachen. Pass auf! Hey, Anfänger! Sammle das leuchtende, orangefarbene Blut auf, das die Tiere zurücklassen. Das brauchst du für später, nicht wahr? Hey, du bist doch Ingenieur, oder? Kannst du sie reparieren? Ja, ich weiß jetzt, woran es hakt. Eine Sekunde. Anfänger, weißt du, wie man was repariert? Erst musst du die passende Reparaturfrequenz finden. Ja, danke, Boss. Ich weiß, was ich hier tue. Nur zu. Okay, alles bereit. Aufgepasst, du kriegst Besuch. Thank you.
Schütze ist. Jetzt zurück auf die Kapsel. Schon unterwegs. Aufsammeln hier. Brauchen wir wahrscheinlich noch. Und hier ist irgendwo noch so ein Vieh. War hier zumindest. Hätte bestimmt Kunde. Okay, und jetzt festhalten. Laroche, du nimmst den Weg oben und ich mache einen Bogen. Ei, ei, Arschloch. Und so bin ich nach Eden 3 gekommen. Das war meine Feuertaufe. Der Rest der Reise zum Basislager verlief ohne Zwischenfälle. Doch lange blieb es nicht so ruhig. Hör zu, du warst nicht ihre einzige Freundin hier. Wir vermissen alle Dias. Aber ich habe dich ja gewarnt, dass Nevek das egal sein würde, wenn wir nicht bald Ergebnisse liefern. Es geht hier nicht um Jeanette und das weißt du auch. Aber du gibst mir dennoch die Schuld. Habe ich niemals gesagt. Wusstest du auch gar nicht. Für dich ist die Sache klar. Die suchen etwas, was es gar nicht gibt. Ich konzentriere mich auf das, was wissenschaftlich greifbar ist. Früher war dir das auch mal wichtig. Das ist es immer noch, doch ich entscheide das nicht. Nevek bezahlt das hier alles und die haben darauf bestanden. Und das war's dann. Keinerlei Einwände. Was? Dank mir hast du hier überhaupt noch einen Job. Oh ja, ein Job. Und entscheiden tut... er? Dr. Kovac, schön, dass Sie es zu uns geschafft haben. Ja, das war ein ereignisreicher Morgen. Phil Braddock nehme ich an. Dr. Roman, lange nicht gesehen. Als wär's gestern gewesen, Kenny. Verzeihung. Okay. Und Sie müssen Jim Payton sein. Hm. Sie haben mir vollen Einsatz gezeigt. Und sicher unzählige Fragen. Hoffentlich macht's Ihnen nichts aus, ins kalte Wasser geworfen zu werden. Nein, Sir, ich bin ja hier, um zu arbeiten. Ich muss nur wissen, wie man sich hier ein paar Credits verdienen kann. Thermalenergie. Darum dreht sich hier alles. Akridenblut? Ich sag's nur ungern, aber wir haben das gerade eimerweise vergossen. Das ist noch nicht alles. EDM-3 wird davon durchströmt. Die Lebewesen, die Tektonik, bis hin zum Kern des Planeten. Nur deswegen existiert hier Leben. Nirgendwo sonst gibt es diese Substanz. Und Nevek meint so, die Energiekrise auf der Erde lösen zu können? Oh, ich meine schon. Wir sind hier, um sie zu studieren und Gewinnung und Export von Thermalenergie machbar und rentabel zu machen. Wir lassen nichts unversucht. Sehr gut. Der Wissenschaft sollten keine Grenzen gesetzt werden. Payton, ich habe jede Menge Aufträge für Sie. Bau und Reparatur in der ganzen Basis, aber... wenn Sie reich nach Hause kommen wollen, sollten Sie sich die Gefahrenzulage sichern und uns mit diesem Zeug versorgen. Okay. Zeigen Sie mir nur, wo mein Mech ist. Payton, gehen Sie zum Quartiermeister, um sich ein gutes Jagdmesser zu besorgen. Sie haben ja erlebt, wie dicht einem die Akriden auf die Pelle rücken können. Doch zuerst sollten Sie mit Chefingenieur Gale in der Wartungshalle über Ihren Mech reden. Willkommen an Bord, Jim. Doktor, wenn Sie einen Moment für mich hätten? Tut mir leid, dass Sie das mitgekriegt haben. Sie wissen ja, Bonnie hat ein Faible fürs Dramatische. Ach, das war der Grund. Ich hatte das für Sarkasmus gehalten. Normalerweise brüllt sie mich nur an. Ja, nun, die Umstände haben sich ein wenig geändert. Ich bin sicher, sie wird ein kooperatives und produktives Mitglied ihres Teams sein. Einen Moment mal, Doktor. Jay, was Neues von Laroche? Noch nichts, Sir. Er hat auf keinen Funkspruch reagiert. Okay, halten Sie mich auf dem Laufenden. Bitte, hier Campbell. Ich bin mit Amulayev im Verteiler. Der östliche Röhrenblock ist wieder zugefroren. So, die Folge ist schon wieder vorbei. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Okay, hören Sie.